Ja moin, willkommen zu Folge 148. Und da diese Stelle hier leer ist, geht es an meiner Turmburg weiter. Die ersten Mauern für den ersten Raum im Erdgeschoss sind gesetzt. Und auch der Kaminschacht ist schon zu erkennen. Jetzt habe ich das vorhandene Mauerwerk um 3 weitere Schichten erhöht. Bevor ich mich weiter ans Mauerwerk mache, werde ich den Boden einmal fliesen und Türen in diese Lücke hängen. Der Boden für meine zukünftige Waffenkammer ist gefliest, die Türen habe ich auch schon eingesetzt, genauso wie den Sturz. Die Waffenkammer war übrigens eine Anregung von Andy. Dafür noch einmal besten Dank. Jetzt habe ich die Waffenkammer eingerichtet. Das Ganze mit mehr Licht. In dieser Folge sind auch schon wieder 731 Teile in meine Turmburg geflossen und aus diesem Grund ist Schluss für heute. Zum Abschluss lasse ich natürlich nochmal 2 Züge fahren. Im inneren Kreis ist es die 4564, der Güterzug aus dem Jahre 1994. Und im äußeren Kreis die 10183, der Hobby Train aus dem Jahre 2007, der zahlreiche Viehwaggons von dem Z60052 zieht. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.